Hallo, mein Name ist Jochen von Cross & Passant und ich stelle euch heute das Workout des Tages vor. Im Workout des Tages machen wir 6 Runden. 6 Runden mit Beside the Leg Deadlift. 10 Wiederholungen auf der einen Seite. Also diese Bewegung seht ihr auch in der Videoanleitung. Dann gehen wir auf die andere Seite, machen 10 Wiederholungen auf der anderen Seite. Dann haben wir 3 Inverted Burpees. Und nach den 3 Inverted Burpees machen wir noch 10 Alternating Pistols. Und das Ganze, wie gesagt, 6 Runden lang. Wenn wir in der Zeit unter 16 Minuten sind für die 6 Runden, machen wir noch einen M-Rap mit Goblet Squat Cleans. Das heißt, so viele Wiederholungen wie möglich in der verbleibenden Zeit bis 16 Minuten um sind mit Goblet Squat Cleans. Also wir fangen an mit den 6 Runden. 10 Beside Leg Deadlifts pro Seite, 3 Inverted Burpees und 10 Alternating Pistols. Und danach, wenn noch Zeit übrig sein sollte, so viele Goblet Squat Cleans wie möglich. RX-Gewicht wäre 24 bzw. 16 Kilo. Bei einer Kettlebell, bei einer Dumbbell wären es 22,5 bzw. 15 Kilo. Genau, alternativ kann man das Ganze natürlich auch mit der Langhantel machen. Da würde ich aber wahrscheinlich nur für die Männer das Fran-Gewicht nehmen. Das heißt 42,5 Kilo bzw. 30 Kilo für die Frauen. Genau, da wünsche ich euch viel Spaß, haut's ordentlich rein und gebt's Gas. Euer Jochen.